Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem Unboxing der PlayStation 4 Pro. Sie ist da, endlich ist sie da, beziehungsweise einigen wird es auch völlig egal sein, aber... Eigentlich ist sie ja noch nicht da, die ist halt nur bei uns schon am 10. Ja. November kommt sie offiziell in die Läden. Viele von euch haben bestimmt schon vorbestellt und wir machen das Ding jetzt mal auf. Zu Anschauungszwecken haben wir auch nochmal das alte Modell mitgebracht, dass wir das dann mal vergleichen können. Vor allem interessant in Sachen Digital-Audio-Anschlüssen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ran. Genau, wir machen das ganz vorsichtig. Soll ich dir die Ehre überlassen? Das ist so nett von dir. Ich gebe dir so lange das hier. Ja, super. Ich würde wieder mit dem alten Schrott hier abgespeist. Genau. So, dann machen wir das jetzt mal auf. Dazu muss ich es kippen. Und ich schiebe das jetzt einfach mal hier so ein bisschen raus. Ja. Das ist nämlich so eine... Unboxing's gone wrong. So eine Schublade, genau. Halt das mal einfach fest. Und du ziehst. Und ich ziehe. Oh, so. Da haben wir hier den zweiten Karton. Und es kommt auch gleich dieser typische Geruch, ne? Diese neue Technik. Ach, ich dachte, das wärst neue du. Welten. Nee, das ist tatsächlich das Gerät, ja. Ich rieche nämlich deutlich besser. So. Jetzt machen wir das Ding mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. Ich halte es mal hier in die Kamera. So sieht das dann aus, wenn ihr das erste Mal aufmacht. Total. Hier ist das sehr, sehr ausführliche Handbuch. Das kannst du dir mal anschauen und vorstellen. Das ist der Quick-Start-Guide. Ja. Da steht drin, wie man die PlayStation dann anschließt und so weiter. Ihr habt wahrscheinlich alle schon eine in der Hand gehabt oder kennt euch mit Konsolen aus. Deswegen machen wir das halt männlich. Wir schauen halt, nicht rein. Welches Kabel wohin passt. So. Trotzdem sollte man sich die Sicherheitsbedingungen mal anschauen. Die lese ich euch jetzt auch vor, gleich. In sämtlichen 8 Sprachen? Nein. In sämtlichen 8 Sprachen. Das Übliche kennt ihr jetzt auch noch, so ein Garantiezettelchen. Keine Ahnung, wofür das da drin liegt, weil wenn das Ding kaputt ist, dann werde ich mich doch mal nennen. Leider brauche ich doch nicht so ein Heft, oder? Ja, wer weiß. Egal. Gut. So, dann schauen wir jetzt mal weiter rein. Hier geht es nämlich jetzt weiter. Und ich mache das jetzt einfach mal auf. Und dann mal den Pappdeckel. So. So, Pappdeckel hier. Und ich glaube, du musst mir jetzt noch mal helfen. Also es ist für mindestens 2 Personen. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr euch das Ding nicht holen. Spaß für den ganzen Abend zu zweit. Genau, hier ist auch noch was drin. Das kommen wir auch mal raus. Jetzt können wir das mal wegstellen. So, kommen wir erstmal zu den uninteressanten Sachen. Nämlich zu was spannende. Zu den Kabeln. Genau, zu den hier Kabeln. Hier sehen Sie. Genau, was haben wir denn hier drin? Also, es geht los mit einem Stromkabel. Klar, es gibt, also das Netzteil ist in dem Ding verbaut. Das ist ja auch schon in der anderen PS4 so. Hier sehen wir das. Interessanterweise ist es jetzt so ein dickes Ding, ne? Nicht mehr stimmt, dieses, ja, es ist kein dünnes. Dieses schmale, wie bei der alten PS4. Kaltgeräte. Sondern halt so ein richtiger, dicker Kaltgeräte-Stecker, genau. Dann haben wir hier einen Mini-USB auf USB. Das wird höchstwahrscheinlich... Micro-USB ist es, glaube ich. Verzeihung, Micro-USB auf USB. Das wird vermutlich das Ladekabel sein vom Controller. So sieht's aus. Der natürlich auch dabei ist. Zumindest in diesem Paket, in diesem Lieferumfang. Das ist jetzt, wie gesagt, die 1-Terabyte-Variante. Das ist ja momentan die einzige, die es gibt, die 1-Terabyte-Variante mit einem Controller. Da ist auch nichts Besonderes dran. Das ist halt ganz der Controller. Ist der auch bei der Slim dabei war. Den ihr halt kennt, ne? Richtig. Ja. Und dann haben wir hier dabei, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Elektrogeräten heutzutage, ein HDMI-Kabel. Damit schließt ihr das Ding dann an euren Fernseher an oder an euren Monitor oder sonst was. Und dann hast was du noch darf bei keinem Sony-Gerät fehlen, ja? Der stilechte Sony in ihr Kopfhörer mit Mikrofon. Ja, war ja auch bei der PlayStation VR dabei, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Also wer das volle Line-Up von Sony zu Hause steht, der hat dann wahrscheinlich jetzt den dritten. Und kann den dann vielleicht verscherbeln. Oder so. Genau, so und jetzt geht's rund, liebe Freunde. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Lüfte ich nämlich mal das hier. Gebt ihr das? Das gebe ich dir auch. Und da ist sie jetzt. Mache ich das hier mal auf. Ich habe jetzt leider nicht so stylische Handschuhe an, wie das immer in diesen Sony-offiziellen Unboxings ist. Und hier ist das Gerät. Die neue PlayStation. Ziemlich großes Teil jetzt, wenn man das so sieht, ne? Ja, wir können ja gleich mal, wir können ja gleich eigentlich mal erstmal den Größenvergleich machen. Den Größenvergleich, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. So. Stell die mal oben drauf. Ich stell die mal. Geh mal Kante an Kante. So. Natürlich hat die Pro auch wieder dieses runde Design, nicht dieses eckige, kantige von der alten Version. Wir können das mal auch einfach so hinstellen. Halt es mal bitte so fest. Ja. Machen wir das mal so. Und so. Dann sieht man das nochmal ungefähr. Ne? Es ist aber gar nicht so viel größer. So wirklich viel größer und auch vor allem dicker ist sie jetzt auch nicht. Wenn wir das mal zusammenschieben, die ist wirklich exakt gleich eigentlich. Könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht.
Dann denken optische Täuschung jetzt ein bisschen. Ne? So, okay. Let's live. So. Schauen wir uns das Ding mal an. Hier die Vorderseite. Sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus. Also was jetzt fehlt, ist diese Plastik-Klavierlack-Optik. Die ist jetzt weg. Stattdessen ist es halt dieses ja gebeizte Material einfach. Bisschen aufgeraut. Ja, an USB-Anschlüssen gibt es derer zwei. Die sind hier versteckt. Kennt man ja. Also ist kennt ja auch man bei, ja. Der, genau. Bei der alten Variante auch so. Bei der alten Variante ist das natürlich auch so, richtig. Und ja, das Licht, wenn man sie dann anmacht, das wird dann quasi hier passieren. Genau. Also hier in diesem unteren Bereich, weil hier ist nämlich das Laufwerk. Und ich tue mal die Kabel ein bisschen auf Seite. Ja, wenn ihr jetzt ja, wir werden das Ding halt auf jeden Fall auch nochmal anmachen und uns mal anschauen, wie das dann tatsächlich aussieht. Jetzt aber die Rückseite. Die Rückseite ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich mich ein bisschen anders hinstellen, sonst kann ich euch das nicht gut erklären. Ja, hier kommt Strom rein in das Ding. Dann haben wir hier den HDMI-Anschluss. Dann ist, was ist das hier eigentlich? Das ist ein AUX-Anschluss hier vorne. Genau, den hat ja die... Genau. Die alte auch noch. Es gibt den Optical Out, das ist dieses Teil hier. Ist ja bei der Slim nicht mehr dabei. Richtig, so schaut's aus. Ja. Ja. Also bei der PS4 Slim, die gibt es ja auch noch. Optischen Audioeingang, den wir hier haben und da ja. Bei der auch, der ist halt bei der Slim komischerweise irgendwie, auf den wurde halt verzichtet. Richtig. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hier so ein Dings dran ist an unserer, das ist eine Debug-Konsole. Da. Ja. Ist sowas immer dran, also das könnt ihr euch eigentlich wegdenken. Und genau. Sonst gibt es noch Anschlüsse? Natürlich ja. Einen LAN-Anschluss. Ein USB-Anschluss ist hier hinten noch drin. Oh. Ja, den hat die auch nicht. Genau. Also wahrscheinlich auch, wenn man sich dann eine PlayStation 4, eine PSVR zum Beispiel und so weiter, da brauchen wir auch relativ viele Anschlüsse und so. Das ist da drin, das ist vorbereitet. Und hier natürlich ein LAN-Kabelanschluss. Wer WLAN nicht nutzt, ist natürlich integriert, der WLAN-Adapter, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Ja, so sieht das Ding aus. Von hinten aus. Ja, wurde dann wahrscheinlich schon darauf geachtet, dass halt diese PlayStation-Kamera, die man braucht, um PlayStation VR zu betreiben, halt schon gleich hinten mit angeschlossen wird und nicht man nicht vorne rumfriemeln muss, wenn man dann noch einen Controller braucht und so weiter. Dann sind nämlich die Anschlüsse eben auch weg. Ja. Also ziemlich gut mitgedacht eigentlich. Genau. Schön auch, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Hier vorne ist ja das eingestanzte PlayStation-Logo und hier hinten auf der Rückseite ist es sogar auch. Ja. Keine Ahnung, also wenn man das Ding halt so hinstellt, ja, das ist ja durchaus möglich. Dann hat man das auf beiden Seiten. Wunderbar. Nutzt auch die neuen Standfüße im Sony-Design, in den Controller-Tastendesign. Ja. Das hat die hier ja auch nicht. Die hat ja noch diese Gummistandfüße, die vorne irgendwie bei manchen Leuten dazu geführt haben, dass eben die CD aus dem Laufwerk rausgeworfen wurde, unbeabsichtigterweise, bis sie dann diesen Standfuß entfernt haben. Also da wurde auch drüber gegangen mit diesem Redesign eben. Genau. Ja, an sich, so ist das Gerät, ja, wirklich interessant ist ja eigentlich, was das Ding kann. Genau, das werden wir uns jetzt natürlich anschauen, die nächsten Tage. Es wird dann auch spannend sein, wie dann das tatsächlich der Vergleich ist zur ursprünglichen PS4. Und ja, was kostet das Teil jetzt nochmal? 400 Euro, ne? Genau. Also gut 400 Euro müsst ihr investieren, wenn ihr euch so eine PS4 holen wollt, eine PS4 Pro. Ob es sich lohnt, haben wir ja schon oft gesagt, hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen müssen wir natürlich gucken, wie gut sind die Spiele tatsächlich auf dem Ding oder wie viel besser sind die Spiele. Habt ihr einen Ultra-HD-Fernseher? All diese Fragen müsst ihr dann für euch beantworten. Das sollte es erstmal gewesen sein vom Unboxing. Das ist in der Schachtel drin. Und jetzt habe ich es noch kaputt gemacht. Schmeiß gleich runter. Ja. Also, runtergeschmissen. Also, und ja, die PS4 Pro ab dem 10. November, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Ding erhältlich und wird dann halt entsprechend verschickt.